Guten Abend für euch alle. Heute am Ende des 22. August 2023, ein Dienstag. Und wie versprochen, gibt es den Text von Volker Braun, Der Eisenwagen, aus seinem Gedichtband Langsamer, knirschender Morgen von 1987. Ich habe ein Experiment gemacht. Ich habe den Text schon eingesprochen. Dieses Video, was ihr jetzt seht, ist sozusagen das Vorvideo. Es gibt also zwei heute. Und ich wollte Werbung machen für diesen Text, denn er ist über 10 Minuten lang in einem gesprochen. Es ist ein Prosa-Text, aber ja, ein Prosa-Lyrik-Text. Vielleicht kann man es so sagen. Eine Mischung. Über 10 Minuten, das ist viel und ich weiß, dass das schwer ist, aber ich werbe deshalb für den Text, weil er so eine Sogwirkung hat. Das habe ich beim Lesen auch gemerkt und ich hoffe, ihr könnt es auch empfinden. Dem Text vorangestellt ist aber ein Gedicht und das gibt es jetzt. Überschrieben mit Material 8, Der Eisenwagen. Reflektierend die Ereignisse des Prager Frühlings vom 21. August 1968. Volker Braun. Frühjahre der Völker. Seltenzeit. Wenn sie ausgehen aus ihrem Schlummer ins Freie. Das Eis der Strukturen bricht und es hebt den Nacken neugierig der Unterdrückte. Ist das Bedürfnis groß, davon die Zeitungen schweigen, tritt es furchtlos hervor aus den inwendigen Menschen. Freudig gewahren sie es auf der Straße, sie gewahren es in ihrer Freude. Durchsichtig die Geschichte, in der sie sich sehen, lässt sich ein auf das Neue. Es ist das Andere, es sind die Anderen, sie kommen aus ihrer Haut, wie die Liebenden, die sich zu erkennen geben. Alle Scheu fällt von ihnen, amtliches Kleid, ihre Lust teilt sich mit Natur und Maschinen. Alles versteht sich von selbst. Jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen vorbereitet für den langen Text Der Eisenwagen. Ich wünsche euch Durchhaltevermögen. Bis dahin.